Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Diesmal zeige ich euch das Soundfix-Paket hier für den ETS 2 in der Version 1.39. Und was da alles mit dabei ist, das gucken wir uns heute an. Da ist nämlich ganz schön viel dabei. Ich fange mal an beim... ich nehme jetzt einfach hier mal den Scania, das Watch. Ist egal, welchen LKW ihr da nutzt und nehmt, das ist das Watch. Da habt ihr dann hier auch beim... Ich glaube, ich muss mal wahrscheinlich den Sound ein bisschen höher drehen, damit man das ein bisschen besser versteht. Machen wir mal ein bisschen zumindest. Dann hört man das auch ein bisschen besser. Also wenn ich jetzt die Note ausmache, das Zischen ist, glaube ich, ein bisschen anders geworden. Und hier auch im, im Interieur, oder warte mal, ist auch ohne Ding, ja. Ne? Die ganzen Sounds von die Schalter. Also diese. Also diese Sounds, die hier halt enthalten sind, ne. Generell im Interieur, die sind auch überarbeitet worden. Und ich zeige euch das jetzt mal anhand von draußen dann. Wir werden uns dann noch einen Trailer holen, weil da gibt es dann auch neue Sounds. Aber zeige ich euch das mal an der Bordsteinkante. Ich muss mal gucken, ob ich hier eine schöne Bordsteinkante finde. Dann kann ich euch das zeigen. Pass mal auf. Das ist praktisch jetzt hier. Ich glaube, ich habe mir das mal schauen. Probieren wir es mal hier. Hier war das ein bisschen früher war noch damit dabei, das ist jetzt immer noch nicht mit dabei. Früher konnte man noch den Schlüssel hören, ne? Den Key. Das heißt praktisch, wenn ihr irgendwo gegengefahren seid oder so oder auf so einen Bordstein, dann konnte man auch den Schlüssel noch. Und ich hoffe, dass das noch, dass das irgendwann mal wiederkommt. Das würde mich nämlich tierisch freuen. Jetzt fahr weg hier, du Bobnase. Das würde mich natürlich noch freuen. Dann beim Tanken haben wir noch was, das gucken wir uns an. Aber jetzt schauen wir uns erstmal kurz den Trailer hier an. Pass mal auf, dass ich euch das mal mit dem Trailer zeigen kann. Aufträge, ich nehme jetzt einfach mal einen Trailer, was wurscht ist. Nehmen wir mal den weißen hier, ist egal. Anton ist raus, jetzt ist nichts. Jetzt pass auf, jetzt fahre ich da rückwärts dran. Dann habe ich auch noch einen anderen Sound mit dabei. So, jetzt pass mal auf. Man konnte es soweit hören, also dieses Hochkurbeln des Trailers. Mal ein Stück nach vorne, vielleicht kann man es ja noch mal hören. Wir hören es noch mal an, jetzt passt mal auf. Dieses praktisch, wenn man hier die Kurbel betätigt und dann den Trailer praktisch die Stützen hochkurbelt, das klingt genau nach dem. Toll, oder? Also das ist ein schöner Sound hier, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und gut rüberkommt hier. Dann schauen wir noch zur Tankstelle. Ein bisschen tanken darf ich. Ein bisschen zumindest. Da vorne ist eine, hier auf der Autobahn. Die werden wir auch gleich nutzen hier mal. Da ist er. Schauen wir mal, was wir da hören können. Ne? So, also die Ohren aus. So, tue ich mal drauf. Also man konnte hier praktisch hören, wie er den Tankdeckel aufgeschraubt hat und dann wieder zumacht. Es ist wirklich ein langer Sound hier in dem Fall. Jetzt fährt auch noch der Zug vorbei. Hau ab jetzt hier. Man konnte das wirklich gut hören hier. Ne? Mach den Motor nochmal ausmachen. Probieren wir es nochmal. Zu. Zu. Schlüssel. Toll, der wird dann wieder zusperrt. Also ist ein kompletter langer Sound hier, der hier praktisch dann noch mit enthalten ist beim Tanken. Das müsst ihr euch dann dementsprechend halt in eurem Spiel eure Lautstärke anpassen, so wie ihr es halt braucht oder benötigt. Aber das finde ich jetzt hier auch schon mal gar nicht so schlecht, dass man hier auch so ein bisschen Sound mit dabei hat.
beim Tanken. Das klingt zumindest ganz cool, oder? Finde ich zumindest. Wenn du dann aussteigst mit der Kamera und so virtuell so in den LKW gehst und dann tankst, dann hast du so einen coolen Sound mit dabei. Das ist schon nicht schlecht hier. Und genau. Jetzt habe ich es endlich geschafft, dass ich meine 88 km/h zusammenkriege hier mit dem Trailer. Was jetzt hier noch mit dazugekommen ist, und das möchte ich euch jetzt anhand beim Fahren zeigen. Ich mache mal die Scheibe runter, dann haben wir so ein Windgeräusch, das wir typisch kennen, wenn wir die Scheibe runter machen. Das mache ich fast schnell rüber kurz. Pass mal auf, Achtung. Dieses typische Zischen, wenn man die Scheibe runter macht und am Fahren. Also es klingt wirklich gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dröhnt ganz schön. Aber da, wie schon gesagt, macht eure eigenen Lautstärken, dann passt es dann an. Wir haben auch einen Reifensound mit dabei. Ich weiß nicht, ob das genau hören kann. Weiß nicht, ob mir das sehr so auffällt. Weiß nicht. Es ist zumindest mit dabei, steht in der Beschreibung, dass wir hier mehr Sound mit dabei haben, was die Reifen betrifft. Aber das mit dem Wind finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Das ist doch gut gemacht. Genau. Das vielleicht auch nur so hier zu erwähnen. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben noch Menü-Sound haben wir mit dabei. Den habe ich jetzt aber aus, weil der nervt mich immer so ein bisschen. Den brauche ich nicht. Aber da könnt ihr dann selber mal reingucken. Also neuen Soundboard. Ne? Auch wenn man da was anklickt, ist ein bisschen anderer Sound hinterlegt. Aber okay. Mich interessieren jetzt eher nur die Ingame-Geräusche. Die hier hinterlegt sind, die gefallen mir etwas besser. Da konnte man das mit den Reifen nur ein bisschen hören, dieses Abrollgeräusch. Das hörst du jetzt hier im LKW nicht so und außen auch nicht. Doch hier hört man es ein bisschen. Ja, ein bisschen zumindest. Ja, mehr ist bei dem Mod nicht dabei. Es ist schon viel neue Sounds und die kommen auch gut rüber. Aber ihr dürft dann natürlich eure eigene Meinung darüber bilden. Ladet euch den runter, testet den mal durch und wenn er euch gefällt, dann könnt ihr den natürlich auch nutzen. Falls noch Fragen dazu sind, dann einfach kommentieren. Ansonsten mal ein Däumchen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Soundfix-Mod hier für die Version 1.39. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.